Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Pokémon Trading Card Game 2. Und heute, ja, knüpfen wir an den letzten Part, suchen niemanden, weil Ronald uns entgegenkommt. Yo, Fantas, say that's a big smile. That girl number 3 was rushing out of here so fast. He dropped some cards. I'll take this Lost Isle Booster Pack. Here you can have the other Legends Booster Pack. Was kriegen wir da Schönes? Ein Magneton, ein Metal Sword Turtle, okay. Na, brauche ich aber nicht. Brauche ich alles jetzt nicht so wirklich? Nett, I guess, aber. Keep up your rhythm of defeating the team girl members. I'll help out by sharing any booster packs I find later. Bye bye. I think girl number 3 has fled to the Fire Club recently. I know I'm tough, but do you think you're tougher? Come on, let's find out who's the strongest of them all. Ja. Du bist der Typ, der weggerannt ist. Mal sehen, ob du wirklich so tough bist, wie du gerade behauptest. Wäre natürlich ein Witz, wenn wir gegen dich verlieren, Lull. Okay. So, was ist unser Lied? Ich würde sagen, Tauros ist ein guter Lied. Squirtle, Eevee und... Ja, schauen wir mal, wie gut das wird. Und wir dürfen sogar anfangen, nice. Dewgong, okay. Wir haben sogar Energy Removal, das heißt, wir können ihn gleich ein bisschen ans Bein pissen. Oh. Wir können ihn richtig ans Bein pissen, weil wir sein Setup für Magikarp im Hintergrund ruinieren können. So, dann machen wir das nämlich auch. Magikarp, seine Wasserenergie verschwindet. Zack. Und... Ah, okay. Switch out, Staryu wird durch... Ziel ersetzt. Und wir haben unser Gyarados. Sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, selber noch kein Ziel. Nee. Dann lassen wir es erstmal dabei. Und kicken dir erstmal 30 rein. Sehr schön. Ob sich diese Wasserenergie jetzt auf deinen Ziel gelohnt hat... Wage ich ein bisschen anzuzweifeln. Wir ziehen immer Professor Eich im Professor Eich. Was soll das? Na gut. Denn Ziel darf noch einen Tag länger leben. Und jetzt kommt der Magikarp rein. Du willst wirklich den Magikarp riskieren. Okay. Apropos riskieren. Zeit, unser Gyarados zu setupen. Und der Magikarp ist down. Nice. Okay, Sterndu wird auf jeden Fall draufgehen nach einem Angriff. Auch wenn du uns 20 reinfeuerst, das juckt gar nicht. Weiteres Magikarp brauchen wir nicht. Wir können ehrlich gesagt unsere Hand jetzt wegwerfen. Dewgong ist zwar wichtig zu behalten, aber nicht wichtig genug, um dafür unser Game auszustallen. Double Colorless kann ich ehrlich gesagt gerade auf niemanden so wirklich gebrauchen. Aber Seal setze ich natürlich sehr gerne auf die Bank. Water Energy auf Gyarados. Achso, du hast jetzt nur noch den Seal. Du bist basically am Ende. Ist egal, was jetzt passiert, du bist am Ende. Da hat er noch eine Emergency Magikarp ziehen können. Aber es spielt keine Rolle. Spielen wir noch Bill. Noch ein Lapras. Nett. Ich brauche ehrlich gesagt nichts mehr hiervon, wirklich. Wir haben halt gewonnen. Gyarados ist fertig gesetzt. Das heißt, ich kann jetzt alles one-shotten, was er reinholt. Und sein Ziel ist down. Jetzt kommt sein Emergency Magic Hub rein. Und macht noch einen Tackle. Jo. Und da ich weiß, dass der Münzwurf jetzt eine Zahl wird, wie immer, gehen wir einfach in Gyarados, machen konstant 50 und GG. Ich habe dieses Tauros unterschätzt, muss ich sagen. Ich dachte wirklich, das ist schlechter als das andere, aber es ist actually gar nicht so verkehrt. Premier Booster Pack.
Gyarados, Tangela, Magikarp, Raticate, Switch, Drowsy, Rattata, Bill, Matchup, Grass Energy. Nichts Besonderes. Venomoth. Ach, du hast nur 10 Schaden. Ich meine, es ist wichtig, Venom Powder mit 2 Pflanzenenergie macht halt garantiert 20 Schaden durch Gift. Was ist die Pokémon Power Shift? Once during a turn, before you attack, you may change the type of Venomoth to the type of any other Pokémon in play other than colorless. Man, das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das heißt, man kann garantiert 20 machen plus garantiertes Gift. Das ist actually sehr gut. Dieses Venomoth, ja, ich sehe das. You may have beaten me, but you'd better not lose against him. Grrr. Ah, our cards have been stolen. Now no one can play. Offensichtlich können einige playen. And since the Clubmaster has been in prison, it's hopeless, isn't it? Sie ist schon längst frei, Mädel. I've heard about how you helped Miss Amy, Phantas. I guess you truly do have the power to defeat a great Grandmaster. Call me surprised. Impressed. Hey, Tammy, do you also find Imakuni strange? Yeah. He dressed in black and stays near the corners of Club's lounge. I mean, I guess Team Grill also acts odd, but they're more problematic. Imakuni, wenn ihr mein altes Let's Play geschaut habt, wo ich übrigens festgestellt habe, dass die Mikroqualität davon ziemlich arsch ist. Ist ein japanischer Comedian, der sich hier in diesem Spiel verewigen durfte, was ich ziemlich interessant finde. Nur auf zum Fire Club, würde ich sagen, ne? Ah ja, stimmt, ich habe vergessen, das Ninetales noch in das andere Deck zu packen. Machen wir natürlich. Weil immerhin ist das gerade unser Ace in the Hole. Und ich will unbedingt noch ein weiteres Arcani. Come on, gib mir noch ein Arcani. Und wir können... Was können wir denn mal machen? Ja, wir können jetzt einfach das Snorlax auskicken. Okay. Wait. Achso, weil ich noch ein weiteres Vulpix reingepackt habe. Ja, natürlich. Natürlich. Was schmeißt der mal raus? Machamp. Das Setup für Machamp dauert viel zu lange, als dass es sich lohnen würde in dem Deck. Okay. Oh, ich höre die Musik, also Imakuni ist hier. Wo ist er? Da ist er. Kaum haben wir von ihm gesprochen und da ist er. Oh, what can I do for you? Who I am? Well, don't you know me? It is I, the super musical star Imakuni. But I'm sad right now. There are no Pokémon cards left. Alright. Hey you, card pop with me. Even if you don't want to, let's card pop. Oh, danke, I guess. Wow, wir haben eine nutzlose Karte. Your active Pokémon is now confused. Imakuni wants you to play with him as a basic Pokémon, but you can't. A mysterious creature, not listed in the Pokédex. He asks kids around... Oh Gott, ich kann nicht lesen. He asks kids around the world, who is cuter, Pikachu or me? We both got a card. Let's save our Datata. Wow, the data was saved. The card I got was a Machamp. Hooray! You got an Imakuni card? You're so lucky, be glad. Yeah, since we had a card pop. We both got cards. Okay. I guess. We never had. I don't understand how anyone could think Grr number 2 isn't a villain. I mean, he defeated all of us and took away all of our cards. Aber wir haben Grr Nummer 2 nicht mal getroffen bisher. Hey, hey, let's raid, baby! Du hast Flareon Level 28. Ich hätte es sehr gerne. That Team Grr didn't nap from ya. I'll give it this rare meow of E. In exchange for it. Nein. While Team Grr is still around, it's impossible to play cards. Irgendwie ist das nicht der Fall. So, hier sind wir erneut. Where's the Spirit Phantas? I got tired of waiting here for you. It was my own foolishness that cost me the ownership of the Water Club. And cost me a lot of mental trauma losing to a twerp like you. However, I've gotten stronger, you'll never free the Fire Club. Okay.
Jetzt bin ich gespannt, ob sich sein Deck stark verändert hat und wir vielleicht jetzt ein noch größeres Problem bekommen, aber egal wie wir es drehen und wenden, wir sind bereit. Denke ich. Hoffe ich. Das ist gar nicht gut. Okay, er fängt mit Magma an, das ist schon gar nicht cool. Fire Punch 20, das Zwiebel. Okay, wir fangen erstmal mit Bill an. Squirtle, schön. Energy Removal. Oh, wenn ich jetzt schon wieder die Pflanzen-Pokémon im Hintergrund sehe, da habe ich doch keinen Bock mehr drauf. Energy Search, ganz viele Wasserenergiekarten hier. Dumm nur, dass wir Professor Oak noch hier haben. Und wir headbutten erstmal The Heck out of Magma. Ich hoffe, dass du Pflanzenenergie und keine Wasserenergie ziehst. Verdammt! Feuer meine ich. Ach, verdammt. Okay, also unser Ziel ist leider dead. Dann setupen wir im Hintergrund Squirtle, damit wir damit am Magma besiegen können im nächsten Zug. Ziel zu verlieren ist actually gar nicht gut für uns. Fire Punch und unser Ziel ist dead. Okay, Squirtle, komm rein. Du musst jetzt einen Kill machen. Und ehrlich gesagt muss ich, glaube ich, Snorlax setupen. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, du kannst 10 Schaden machen, das reicht. Oddish 10. Okay, es ist nur Oddish, was gerade angreifen kann. Dann machen wir das so. Besiegen Magma. Ziehen eine Karte, Tauros. Sehr gut. Unsere ganzen neutralen Pokémon, die müssen uns carryen. Dark Gloom, Pollen Stench. During your turn, you may flip a coin. If heads, the defending Pokémon is now confused. If tails, your active Pokémon is now confused. Okay, das darfst du sehr gerne mal ausprobieren. Nein, stattdessen machst du direkt Poison Powder und... Ugh. Oh wait, wir haben gar keine Pflanzenschwäche auf Squirtle. Haben wir eine auf... Nein, auch nicht auf Lapras. Oh, das ist sehr gut, dann setupen wir Lapras erstmal instead. Das ist tatsächlich sehr viel wichtiger. Ich hätte das früher checken sollen. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Schaden aus Gloom holen können, denke ich. Ja, unser Shiggy ist leider down. Können wir nichts machen. Gift ist so mies. Also wenn man dagegen spielt, logischerweise. Ja, Lapras. Magikarp. Und Tauros natürlich. Wir setupen Tauros. Ich muss gestehen, ich habe gerade ignoriert, dass ich eigentlich noch 2 Wasserenergie brauche auf Lapras. Oh wait, ich habe nicht geschaut, was du jetzt gerade machen kannst. Petal Whirlwind, flip 3 Coins. Ach du Heilige. If you get 2 or more heads, Dark Waldblum is now confused. Okay, das heißt, für den Austausch gegen guten Schaden verwirrt es sich selber. Ah, natürlich. Und damit ist unser Lapras weg. Damn, gar nicht gut für uns. Dieser Kampf sieht nicht gesund aus. Wir kommen nicht dazu, irgendwas zu setupen. Im Gegenteil. Okay, Tauros. Und jetzt können wir Professor Eich endlich spielen. Ohne zu großen Verlust zu machen. Lickitung. Gust of Wind werden wir auf jeden Fall aufheben. War Turtle können wir leider nicht spielen. Oh. Ich wollte dich nicht rauskicken. Ich wollte dich eigentlich drin lassen. Na, da kommt Tangela. Tangela braucht glücklicherweise 3 Pflanzenenergie, um gefährlich zu sein. Stunspot ist zwar mies, aber... Natürlich, was auch sonst. Ich bin es nicht anders gewohnt. Und wir ziehen Magikarp. Okay. Ich will jetzt im Hintergrund Snorlax setupen. Und weil du mir tatsächlich viel zu gefährlich wirst, bin ich gerade am Überlegen, dich einfach gegen was anderes auszutauschen. Im Hintergrund gegen Execute beispielsweise. Wait, oh! Der Kram! Ich glaub's nicht. Das ist ja gemein. Also,
Hey Fever, die Pokémon-Fähigkeit von Waldblumen im Hintergrund sorgt dafür, dass wir keine Pokémon-Trainerkarten verwenden können. Das ist ziemlich problematisch. Na gut, wir haben bald unser Snorlax gesetzt und wir kriegen jetzt die 30 Schaden. Das heißt, unter Umständen kriegen wir den Kill nächsten Zug an Tangela. Oder auch nicht. Ja, unser Taurus ist down. Wow. Snorlax, du bist gerade das einzige Battle-Ready-Pokémon. Also, beziehungsweise fast. Brauchst nämlich noch eine Wasserenergie. So, jetzt bist du Battle-Ready. Wir haben zwei War-Turtles, aber wir haben keinen Shiggy. Okay, Body Slam, Kill, Vileplume ist weg. Evoli brauchen wir nicht wirklich derzeit. Oh, ein Dagloom. Okay, dann darfst du zwei ziehen. Verstehe, verstehe. Dann darfst du nochmal zwei ziehen. Random Lavados. Okay. Das Gute ist, es spielt keine Rolle, was Oddish hier macht, weil Fixkind von Relaxo verhindert jeglichen Statuseffekt. Double Colorless. Könnte ich auf Lickitung packen und dann wäre es eigentlich soweit. Oder auf Seal. Ich bin mir gar nicht sicher. Okay. Okay. Wir gucken mal ganz kurz. Dry Up 2. Choose one of your opponent's Pokémon. Flip a coin until you get tails. For each heads, discard the water energy and card attached to the Pokémon. Wow, das ist gemein. Können wir bitte dieses Lavados reinholen? Das kann ich nämlich nicht zulassen, dass du sowas machst. Bin ich ehrlich. Na gut, ich meine, es spielt keine Rolle, du kannst eh noch nichts tun. Wir brauchen jetzt eine Paralyse. Und wir ziehen endlich Gyarados. Das hat ja auch lange genug gedauert. Jetzt kann ich auch schauen, Gyarados braucht, glaube ich, eher nur Wasserenergie. Das heißt, hier kann ich keine Double Farblos annehmen. Okay, dann mache ich das einfach nur, damit Lickitung halt zumindest Battle Ready ist. Und ehrlich, ich will das gesamte Blatt wegwerfen, das bringt mir nichts. Das ist einfach gerade so ein richtiger Stall für mich, der mir nichts, gar nichts am Vorteil bringt. Und jetzt ziehen wir die ganzen Wasserenergie. Und Dugong. Na endlich. Ja, holen wir uns gleich noch eine Wasserenergie. Bitte. Jawoll. Und dieses Moltres kann gar nichts tun. Okay. Ja, den Kill haben wir. Noch ein Professor Eich, den kann ich nicht mehr spielen. Und wir starten jetzt im Hintergrund. Wait. Dugong. Wir starten Dugong aus. Dugong hat keine Schwäche gegen die Pokémon, die im Feld sind. Das heißt, da haben wir in the long run auf jeden Fall die bessere Karte. Super Energy Retrieval kann man haben. Nicht verkehrt. Da Gloom. Ja, okay, mach nur. Bringt halt nicht viel. Juckt mein Snorlax nicht. Das ist das Gute. Du musst Snorlax tatsächlich so besiegen, wie sie auf dem Feld sitzt. Tatsächlich gegen dieses Pflanzendeck die eine Erlösung, die wir gebraucht haben, Snorlax. Vielen, vielen lieben Dank. Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt zu gewinnen. Okay, dann hauen wir mit Energy Retrieval Professor Oak weg und holen uns zwei weitere Wasserenergie. Und Dugong ist fertig. Dark Gloom ist gloomed. Weiteres Gyarados brauchen wir nicht unbedingt. Und da kommt Executor. Das dürfte nichts machen können. Big Explosion. Flippen. Okay, Number of Energy Cards. Das heißt, bis zu 3. Ooh.
Das ist gemein. Der Gust of Wind, der kam gerade gar nicht gut für uns. Der hat effektiv gerade unser Gyarados getötet und ich kann nichts dagegen tun. Pokémon Trader, ich möchte Gyarados tauschen gegen... Ehrlich gesagt gegen Seal, weil wir da weniger Gefahr laufen, dass du uns das nochmal antust. Ja, und unser Gyarados ist leider dead. Kann er nichts tun. Na gut. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir mit diesem dämlichen Executor umgehen. Ich meine, es ist klar, dass wir weiter mit Snorlax im Feld bleiben wollen. Es ist so dämlich, dass du halt nicht mal eine Pflanzenenergie benötigst. Okay. Es ist jetzt ein richtiges Brain. Wir müssen hoffen, dass er uns diesen Zug nicht besiegt mit seinem Münzglück. Oder dass wir paralysieren. Jawohl, okay. Okay, okay, wir haben eine Chance. Sehr schön. Okay Leute, der Plan ist folgender. Wir ziehen Relaxo zurück, holen Dugong rein und töten Executor. Ansonsten hätten wir nämlich die Gefahr, dass es tatsächlich hätte unser Relaxo besiegen können. Und das hätten wir natürlich nicht überlebt, weil er nur noch eine Preiskarte hat. Natürlich paralysierst du mich. Was auch sonst. Okay. Also Dugong ist auch Battle Ready. Können wir leider nichts machen. Damn! Jetzt dollt er uns aber auch nochmal so richtig. Ah, come on! Lass mich den letzten Schlag ansetzen. Okay, Gust of Wind spiele ich jetzt und hole damit einen Charmander rein, weil das kann mich nämlich nicht mehr paralysieren. Aber es kann growlen. Warte. If the defending Pokémon attacks Charmander during opponent's next turn, damage done by the attack is reduced by 10. Du hast eine Wasserschwäche, oder? Ja, das juckt nicht mal im entferntesten. Aurora Beam und Schuss. Also bitte. Damn, das Match hätte schief gehen können. Das hätte sehr schief gehen können. No, defeated again. How are you so strong? Ah, take these booster packs. So, dann zeig mal. Was Schönes dabei? Dark Duck Trio. Sinkhole. Whenever a Pokémon retreats, the active Pokémon, they flip a coin if tail. Oh, das ist böse. Das ist ein Pokémon, das willst du nicht in die Arena schicken, das willst du einfach im Hintergrund lassen, weil es einfach so mies ist. Und wir haben das klassische Tauros. Sehr gut, das ist actually sehr cool. Dark Vaporeon. Bite und Whirlpool. If the defending Pokémon has any energy cards attached to it, choose one of them and discard it. Das ist gemein. Und noch das andere gute Magma. Oh mein Gott, wir haben die Unholy Trinity. Da waren ein paar böse Karten dabei. War Turtle. Klassische War Turtle. Sehr schön. Omistar, Horsey, Slowpoke, Minky. Okay. We will earn this for defeating me twice. Da, ba, 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 ba. Sehr schön. Wir haben die Grill-Coin fast fertig. There are 4 total pieces of that coin to collect. If you own all 4, you can use our airship at the airport. Only flies to Grr Island, where I happen to be headed myself. Since you defeated me, I'll free the Fire Club right away. Grr! Damn. Remember, I'll be on Grr Island waiting for you, kid. Das werden wir. Tantas, you have my gratitude. Please come over here. We, the Fire Club, thank you for your help. I know it's not much, but take this Fire Coin. Nice.
Wunderbar, wir haben die Eventcoin Seite 1 fertig. Use the Firecoin in a duel to cinch your competition. Ja, nett, I guess. Bam, bam, bam. Wait, wir haben doch gar keine Wasserkarten, die ich wollte. Wir haben das neue Magma, also beziehungsweise das alte Magma. Wobei doch, wir haben Vaporeon, das kann ich reinpacken. Und dafür würde ich das Magma rauspacken. Alle drei Magmas sind sehr, sehr gut. Okay. Ich wünschte, wir würden endlich ein richtig gutes Flareon bekommen. Oh, wir haben hier noch gar kein Energy Removal im Deck. Das sehe ich gerade. Das ist ja. Switch raus. Und Energy Retrieval 1 raus und dafür Energy Removal 2 rein. Energy Removal ist halt einfach so eine böse Karte. Und nicht ohne Grund ist es heutzutage so, dass auf dieser Karte ein Coinflip ist. Halt einfach so böse ist. Wir können jetzt noch ein Eevee reinpacken. Weil wir jetzt noch das Dark Vaporeon bekommen haben. Wir können einen Tauros rausnehmen. Also, Tauros hat uns gute Arbeit geleistet, definitiv. Das kann man nicht verneinen. Und packen das Dark Vaporeon rein. Dann können wir eins von den anderen War Turtles hier rausfeuern. Und können das War Turtle reinnehmen. Dann nämlich 40. Das hat 30. Und ich würde sagen, dann können wir vielleicht noch eine Trainerkarte rauspacken. Haben wir noch was? Super Energy Retrieval, Gust of Wind. Ich denke, unsere Energy Economy in dem Deck ist eigentlich ganz gut. Ja, können wir eigentlich so lassen, denke ich. Safe. Yes. Alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall eine kürzere Folge als die vorherige gewesen, aber ich wollte es ja sowieso die ganze Zeit so halten. Das mit den 40 Minuten, das war gar nicht geplant. Und so oder so, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da werde ich hoffentlich Gerinn Nummer 2 endlich auswendig machen. Und bis dahin, macht's gut.